Hallo, schön, dass Sie mich heute angeklickt haben. Es geht um Singlebörsen. Nachdem ich mich von meinem Partner nach 30 Jahren trennte, wollte ich mal erleben, was so abgeht auf den Singlebörsen. Weil ab einem gewissen Alter geht man nicht mehr in die Disco, man geht vielleicht noch zum Einkaufen, man trifft sich mit Freunden, aber man lernt halt niemanden mehr kennen. Also habe ich mich angemeldet bei Parship. Das hat wunderbar geklappt, so zwischen 30 und 60 Anfragen am Tag. Es wäre sehr stressig, aber es war auch interessant. Aber man muss viele Frösche küssen, um den Traummann zu finden. Dann habe ich mich nochmal bei Love Squad angemeldet, eigentlich nur für einen Monat. Und da war ich total überwältigt, was man da alles kennenlernen kann. Dann hatte ich noch mal mich bei Elite-Partner angemeldet, was allerdings nicht sehr interessant und auch sehr wenig erfolgreich war. Alle Männer waren nämlich mit einer Maske versehen, weil ja jeder so intelligent ist. Man darf ja nicht wissen, wer dahinter steckt. So, also ich kann sagen, Love Scout war für mich der absolute Renner. Mein Name auf dieser Seite war Goldie. Und Goldie hat tatsächlich ihren Traummann gefunden. Und alles, was sie auf diesen Seiten erlebt hat, sei es Parship, sei es Love Scout, sei es Elite-Partner, steht in diesem Buch. Single-Börsen Queen sucht Traummann. Es wäre schön, wenn Sie es lesen. Wenn Sie auch gute Erfahrungen damit machen können. Wiederhören.